Moin und willkommen zurück zu The Last of Us 2. Hier ist der Angelus. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind in Seattle im Zentrum und schauen uns hier die ganzen Gebäude an und die ganzen Fragezeichen, um fetten Loot abzustauben mit neuen Waffen und Verbesserungen. Und das hat sich schon wieder so gelohnt, dass ich hier so viele Pillen schon wieder habe, 60, dass ich meine Gesundheit um 25% erhöhen kann. Das ist schon die dritte Verbesserung in diesem Baum, den wir dann auch schon ja, zur Hälfte, über die Hälfte fertig haben. Sehr schön. So. So, 25 mehr Gesundheit. Was waren die anderen hier noch? Bewegungsgeschwindigkeit im Lauschmodus und man überlebt einen harten Angriff. Muss ich mal gucken, ob ich dann nicht vielleicht auch hier die Nahkampfwaffen als nächstes verbessere. Kostet nur 20, damit geht es dann weiter. Aber die erste Gesundheitsverbesserung hier, die 25%, wollte ich unbedingt haben. So, weiter geht's. Hier können wir jetzt in dieses... ist ein Plattenladen, da können wir rein. Also, schön, dass ihr dabei seid in der heutigen Episode, wenn ihr dieses Let's Play weiterhin unterstützen wollt. Würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben und einen Kommentar da lasst, wenn das euch gefallen sollte hier. Das muss der Musikladen sein. Ja. Mann, stell dir vor, wie es hier früher gewesen ist. Sie haben ein paar Platten hier. The Sleek Habit. Wow. The Sick Habit. Na, so ähnlich. Okay, wir haben sie uns ja auch nur etwa 100 Mal angehört. Ich habe mir das nur angehört, weil ich dich süß fand. Aha. Das Blöde ist ja, wenn ihr euch wundert, warum das Zeichen da ist, das ist der Punkt, wo wir hin müssen, hauptstorymäßig hier in das Kuppelgebäude. Und ich habe mit dem Fotomodus eben ein bisschen rumgespielt, ja. Das Spiel hat hier nämlich wieder einen tollen Fotomodus. Und weil man da auch die L3-Taste drückt, um das zu aktivieren, und gleichzeitig war dieses Symbol für, willst du einen Tipp haben? Und dann, ja, hat er das als Ja genommen und wollte dann mir unbedingt anzeigen, wo ich hin soll. Also nicht wundern, was da die Markierung zu bedeuten hat. So. Schön hier erstmal wieder Schrauben mitnehmen. Oh, kann man da noch runter? Da kann man runter. Nervt nur jetzt ein bisschen, dass man die ganze Zeit diese Markierung da sieht, auch durch die Wände und so. Pearl Jam Werbung, coming soon. Nice. Lightning Bolt. Soll das eventuell eine Anspielung darauf sein, dass Pearl Jam ein neues Album gemacht hat in dieser Welt? Oh! Die sieht noch sehr gut aus. Aber ist nicht ganz stimmig. Okay, wir können mal wieder ein wenig Gitarre spielen. Was war das? Gar nichts. Na, gar nichts klingt ganz gut. Weißt du noch die Nacht am Lagerfeuer? Ja. Okay, geht noch weiter. Oh, das kenne ich. Das ist Aha. Du hättest mich küssen sollen. Ich wollte es. Ich auch. Okay. Wir sollten weiter. Ja. Okay, schöne Zusatzszene hier. Hätte man auch verpassen können, wie sie nochmal hier Gitarre spielt. Können weiterhin da noch üben und so. Mhm.
Ja, könnte sein, dass ich euch diese Szene hier leider nicht zeigen kann oder konnte. Falls sie jetzt bei euch ein wenig kürzer und ein bisschen abgeschnitten wirkt, dann liegt es daran, dass sie hier einfach einen bekannten Popsong gespielt hat gerade. Und zwar Take On Me von Aha. Und der ist sowas von gesichert, der Song. Und das kann ich leider nicht auf YouTube hochladen. Das wird sofort geclaimed. Deswegen, ja. Aber ihr habt eigentlich, also das Einzige, was ihr nicht gesehen habt, ist, wie sie Take On Me die gesungen hat, den Song, wie sie sich dabei ein bisschen angucken. Das war's dann schon. Und ja, der Rest, den Rest hier habt ihr nicht verpasst. Aber ich finde solche Szenen richtig, richtig toll. Ich würde es aber besser finden, wenn Ellie dann irgendwie Songs spielt, die sie selbst geschrieben hat, als wenn sie bekannte Popsongs singt, die dann rechtlich geschützt sind. Was das fürs Spielgefühl natürlich super, für YouTube leider nicht. Tut mir leid. So, wenn man hier Gitarre spielen könnte, kann man hier richtig, richtig loslegen. Aber ich kenne mich da leider nicht aus. Also ich bin kein Gitarrenspieler. Ich habe kein Instrument gelernt. Ich singe nur. So, wir waren hier unten noch nicht. Trotzdem eine schöne, schöne, schöne Szene gewesen. Den Anfang habt ihr ja gesehen, auch wo Ellie dann ein Stück von sich selbst gespielt hat. Hier haben wir die Drum-Abteilung. Oh, warte, was haben wir denn hier? Der Ausgang, toll. Synthesizer und MIDI-Keyboards, ist ja fett hier, ey. Sequencer, alles dabei. Oh! Das Wort! Name unbekannt. Oh, Anfängerblatt. Hab wahrscheinlich schon einige Karten jetzt gesammelt. Diese große, lakonische Erscheinung wirkt durchaus bescheiden und unaufdringlich. Als er klein war, konnte er nicht laut und deutlich sprechen. Yo. Sein Gemurmel führte dazu, dass er ständig missverstanden und gemobbt wurde. Doch dann gewährten ihm uralte kosmische Wesen das Wort, was sein Leben für immer veränderte. Wenn er die mystische Phrase ausspricht oder murmelt, werden alle in Hörweite wahnsinnig. Glücklicherweise ist er durch seine Größe leicht zu entdecken, was potenziellen Opfern genug Zeit zur Flucht gibt oder genug Zeit, um sich Ohrenstöpsel einzusetzen. Neutraler Schurke. Hör dir das an. Yo. Oh. Diener an den Drums. Hau rein. Schön erstmal aufs Becken hauen. Wow, das war. Scheiße. Ein interessanter Sound. Also bitte, ich bin ein Naturtalent. Nein. Gib's zu. Nein. Ich liebe dich. Wie auch immer. Wir gründen eine Band. Wie wär's, wenn du mein Groupie wirst? Dein was? Oh, okay. Bands hatten diese Hardcore-Fans, die ihnen überall hingefolgt sind. Mache ich das denn nicht schon? Ja. Ich schätze schon. Mhm. Ja, ja. Aber alles hilft natürlich, um Ellie ein wenig abzulenken. Damit sie mal wieder auf andere Gedanken kommt hier. Ich glaube, wir sind hier durch. Wenn ich den Lappen noch mitnehme. Ich glaube, hier ist sonst nichts. Glaube ich auch. So. Hier war gleich noch neben noch ein Fragezeichen. Wenn ich auf die Karte gucke, da war, glaube ich, noch eins. Ja, genau da, die Bushaltestelle. Und dann muss ich noch ins Gerichtsgebäude, bevor ich da zur Hauptdingens noch unten gehe. Okay. Ist da noch was? In der Gasse? Ach, guck mal, hier ist schon wieder dieser Film von Dawn of the Wolf Part 2. Die Poster hingen im ersten Teil schon überall rum.
Ich glaube, ich muss in die Gasse, oder? Die Gasse ist das, was angezeigt ist, das Fragezeichen. Vielleicht hier das Gerüst? Ne. Ein Hund? War das ein Hund? Oder was war das für ein Viech? Läuft da einfach irgendwie was an mir vorbei. Hey, Pferd. So, jetzt bin ich wieder hier gelandet, aber hier war ich auch noch nicht. Hier ist eine WLF-Markierung. Ach, wieder eine Hinweistasche. So, was haben wir denn hier? Kevin! Hat jemand meinen Freund Kevin gesehen? Kevin! Derek hatte letzte Woche Probleme mit einem kaputten Fenster und er hätte sein verdammtes Bein verloren, wenn wir ihn nicht schnell in die Serevina gebracht hätten. Ich habe jetzt ein paar Vorräte an verschiedenen Orten im Zentrum verstaut. Für zukünftige Notfälle, gebrochene Beine, Infizierte, den Mist, der Derek immer passiert und was weiß ich. Du wolltest doch ohnehin zum West-2-Kontrollpunkt. Kannst du da die Vorräte wieder auffüllen? Das Tor wurde seit Jahren nicht benutzt, aber die Kombination ist der alte Code für West-2. Allison, Dankeschön. Vorräte also. West-2. Was ist das? Pille noch? Ja. Wurde das angezeigt jetzt? Nö. Wo soll denn jetzt West 2 sein? Aber das ist immer noch nicht das Fragezeichen, was da vorne bei der Bushaltestelle war. Ich hab da... Es ist auf der anderen Seite wahrscheinlich. Von dem Gebäude. Finde ich noch. Dina, kannst wieder runtergehen. Ich habe hier alles. Wo ist Pferdi? Kann man den nicht herpfeifen? Das wäre mal was. Schimmer. Reagierst du auf Pfeifen? Ellie hat Pfeifen gelernt im ersten Spiel. Die kann das jetzt. ich will mal darauf. Oh, ganzen Weg hier rauf für eine leere Schublade. Ich glaube, es hat. Hörst du das? Ja. Ich höre es. Infizierte. Es kommt aus dem Gerichtsgebäude. Ja. Das wird richtig übel, oder? Zumindest sind wir bereit. Wollen wir da jetzt erstmal reingehen, wenn wir schon mal da sind? Das ist ja dieses eingekreiste Fragezeichen. Und auch noch nicht der... Ist das der Hauptweg, wenn das eingekreist ist oder nicht? Oder das andere Gebäude? Ich will ja nicht reingehen und dann nicht wieder rauskommen. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ich hier draußen noch Sachen habe. Ich traue mich noch nicht. Hier haben wir noch Madison irgendwas. Dina, was machst du denn da? Kannst du halt dann rumspringen oder was? Barkos Deliveries. Aha. Da oben steht's auch. Barkos. Wo der Hundeanhänger herkommt. Bin ich nicht hier auch dran vorbeigelatscht gerade? Oh ja, die Gasse habe ich gar nicht gesehen. Kannst du es mal sehen, ey, wie blind ich bin. Oh, sie knackt das jetzt diesmal. Oh, Mist, ich hab's. Mal oder sehen, was hier drin ist. Sie hat den Barkos-Schlüssel genommen. Da steht's ja auch, 900 Marion and 6. Diesmal, ich höre nichts. Diesmal lausche ich mal lieber vorher.
Na, hier hinter der Tür könnte aber wieder einer auf mich raufspringen oder so. Scheiße, was ist das hier? Irgendeine WLF-Sache. Aha. Die haben hier Sachen verteilt. Was ist das? WLF-Propaganda. Erinnert mich an die Fireflies in Boston. Ja, sind eigentlich ähnlich. Beschützer der Verfassung, so nannten sie sich selbst. Hießen überall irgendwie anders, aber haben alle das Gleiche gemacht, ne? Sie halten uns für Schafe, zeigt die Zähne. Also alle Organisationen, die sich in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Orten des Landes gegründet haben, um dann gegen das Militär vorzugehen, um ja sich zu befreien sozusagen von der Unterdrückung. Kommt zur Washington Liberation Front. Und hier im Westen waren es dann halt die. Also Seattle ist ja im Staate Washington noch ansässig. Nice. Ich glaube, das müsste ja auch jetzt reichen für die Verbesserung, oder? Wie viel habe ich? 19. Ah, einer. Eins fehlt. Ich brauche 20. Unglaublich. Das ist ein Tierladen auf jeden Fall hier gewesen. Eine Leine? Kann man das hier... Was ist... Ah, ein neuer Halfter. Goonie und Ghost würden das lieben. So, Waffenhalfter. Auch wenn es für Tiere war, können wir das so benutzen. Eine weitere Großwaffe oder so? Gewehrholster zum Anzeigen, Dings gedrückt halten. Jo. Jetzt habe ich beide Waffen auf dem Rücken. Und kann sie dann so schneller wechseln. So ist die eine nicht mehr im Rucksack. Einfach mal Haustierkrams als Waffenhalfter umgebaut. Cool. Wieder eine sehr, sehr gute Verbesserung. Was ist das? Nagelbomben. Treffer. Setze eine Schockbombe ein, um mehrere Gegner zu betäuben und erledige sie dann mit Schlagangriffen durch Viereck. Nee, doch nur eine Schockbombe. Also ein bisschen was Neues. Aber wir haben das Rezept natürlich gleich gekriegt. Rezept für Schockbomben freigeschaltet. Dann wohl eher sowas wie diese Zuckerbomben, die wir im ersten Teil hatten. Was ist das? Das sind Angriffspläne für einen Fedra-Konvoi. Dieser Ort muss uralt sein. Ja. Ich glaube, hier war seit Jahren niemand. Wir könnten es uns ansehen. Dahin, ja. Könnten wir machen. Das ist diese Hauptstraße da, ne? West 2, da war ich doch schon bei West 2. Columbia Center, was haben wir da unten noch? Bin ich da nicht gerade drin im Columbia Center? Nee. Ich bin ja bei Marin drin. Da ist noch eine Bücherhalle. Da ist East. Checkpoint East 2. War ich da? Da schon? Ja, klar. Da war ja die Leine. Also diese ganzen Orte finde ich auf jeden Fall cool gemacht. Hier haben wir alles. Hier haben wir alles. Frage ist nur, welche Orte haben wir noch nicht? Ob da unten jetzt noch was ist da, wo die in der Nähe von der Bank? Da ist das neue Fragezeichen eingetragen jetzt, was da blinkt bei der Hauptstraße. Okay. Das Pferd steht mal wieder in der Gasse, ey. Mensch, komm doch raus. In die freie Fläche. Komm schon rauf. So, aber ich glaube, da unten, da war ich auch bei der Bushaltestelle. Das müsste es jetzt gewesen sein. Hier ist ja so viel freie Fläche, dass da nicht mehr so viel von der Stadt übrig ist, außer jetzt das natürlich das Gebäude, wo wir
hauptquestmäßig hin müssen, das eine da. Außer vielleicht nochmal hier durch die Columbia Street reiten. Ich glaube, das war hier bei der freien Fläche echt nichts mehr. Oder kann man da bei den Schildern hier hochklettern und liegen da oben Sachen drauf? Nee. Das sind nur Lampen und sowas. Hey, das Gebäude da hinten hat eine Art Kuppel. Ach was. Gott sei Dank bist du dabei, wenn ich dich nicht hätte. Da kann man rauf. Hä? Ist das stabil? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Es wird auf jeden Fall gerade markiert. Also ist es wichtig. Ist das stabil? Sowas in dieser Endzeit fragen. Natürlich ist hier nichts mehr stabil. Die ganzen Häuser sind einsturzgefährdet ohne Ende. Vorsicht. Vielleicht kann man von da oben ein schönes Bild machen. Geschafft. Ach, 10 Pillen. Oh. Lohnt sich richtig, ey. Bald habe ich alle Fähigkeiten gelernt und bin unaufhaltbar. Eine Karte! Ellie, hallo. Mit. Hallo. Okay, Dr. Ulkmann. Nee. Ulkmann. Ackmann? Ackman? Jukman? Keine Ahnung. Sieht aus wie ein Schurke, oder? Zugehörigkeit New Dog. Okay, der Doktor war früher ein angesehener Forscher, doch seine fragwürdigen menschlichen grenzüberschreitenden Experimente führten zu einem Ausschluss aus der Welt der Wissenschaftler. Selbst der moralisch alles anders als einwandfreie Laurent Foucault von Spark Laboratories fand seine Arbeit fragwürdig. Davon unbeeindruckt setzte seine Arbeit in Geheimen fort und schuf eine Super-KI, die seinen Willen gehorchte und seine Forschungen schützt. Während er und die New Dogs das Ganze mit Hightech-Raubzügen finanzieren. So, der Doktor zieht mit seinem Labor ständig um, sodass niemand ihn aufspüren kann und sehnt sich nach dem Tag, an dem seine Versuchsobjekte als gleichwertig angesehen werden. Neutraler Schurke. Ich hoffe, wenn wir alle Karten haben, spielen die mal eine Runde. Aber ich glaube, ich habe am Anfang des Spiels schon welche vergessen. Ich duck mich mal. So. Okay. Das war wohl alles. Das war's. Hat sich aber gelohnt. Oh. War hier doch nochmal ein Fragezeichen, ey. So kann's gehen. Also wirklich überall mal raufgehen, was man so findet. So, hier war ich aber auch noch nicht, oder? Doch, hier ist doch der Panzer. Oh, seh dir mal den Panzer an. Aha. Na, können wir da rein? War hier noch nicht unten mein Panzer. Upp. Ich hab so ein Ding nie in Aktion gesehen. Sei froh. Hier geht. Kein guter Tag für euch, was, Jungs? Was ist denn? Verbrannte Skelette. Uff. So will ich nicht abtreten. Da hat jemand, glaube ich, einen Molly reingeworfen. Passt wie bei diesen Astronauten. Wovon redest du denn da? Eine der frühen Mondmissionen. Die Elektrik fing Feuer und die Astronauten verbrannten in ihrer Kapsel. Na, immerhin sind sie für etwas Sinnvolles gestorben. Stimmt. Diese Kerle waren nur Wichser, getötet von anderen Wichsern. Ja. Aber welche Apollo-Mission ist denn da nochmal hochgegangen? Apollo 13, das war ja die Mission, die sind gestartet, aber nicht zum Mond gekommen, weil sie unterwegs Probleme hatten. Und Apollo 12 müsste explodiert sein, oder? Oder eine davor noch oder danach? Ich weiß nicht mehr. Da gab es so viele Apollo-Missionen. Eine davon ist auf jeden Fall explodiert beim Start. Ganz schön böse.
So, Roger, ich möchte nochmal auf unseren Streit gestern zurückkommen. Ich verstehe deine Bedenken und deine Zurückhaltung, aber hör zu. Wir haben die Fedra bereits ausgedünnt. Viele ihrer Soldaten haben sich unseren Kampf angeschlossen und wir wissen, dass sie sich durch die Tunnel davonschleichen wollen. Das gibt uns die einmalige Gelegenheit, Torres und seinen Schergen den letzten Schlag zu versetzen. Wie viele unserer Leute werden sterben, wenn wir zulassen, dass sie sich neu formieren? Unsere Leute müssen an erster Stelle stehen. Du weißt das besser als jeder andere. Ich freue mich, dass du diese Frage stellst. Das sind Fragen, mit denen Anführer jeden Tag zu kämpfen haben. Ich bin stolz auf deine Entwicklung, darauf, was für ein guter Soldat du geworden bist und darauf, dass du eines Tages ein guter Anführer sein wirst, Isaac. Irgendwie traurig. Irgendwie traurig? Naja. Die haben sich hier also die ganze Quarantänezone wieder zurückgeholt vom Militär. Okay, sieht gut aus. Habe ich hier unten in dem Bereich doch nochmal welche Sachen gefunden. Ah, der Panzer ist aber kein Fragezeichen gewesen. Ist einfach nur so. Okay, dann gehen wir mal zur Hauptstraße. Wo das Fedra-Versteck da noch sein soll. Mit mehr Vorräten. So, irgendwo. Ist es da unten, wo das Wasser war? Kommt man da doch irgendwie hin? Oder ist das oben? So, das ist rechts von mir. Frage nur, ob das unten oder oben ist. Das muss ich noch rausfinden. Hey, häng doch hier nicht fest. Hier, die Straße ist abgebrochen, da geht es auf jeden Fall nicht hin. Naja, das ist unten. Hier geht es ja gar nicht rüber. Kommt man da hinten, da die Straße rauf? Na, es könnte auch da hinten reingehen. Vorne ist ein Konvoi. Was war hier los? Sieht aus wie ein Hinterhalt. Ja. So, dieser Konvoi hier also. Gucken wir mal. Hier ist nix. Komme ich da hinten rein? Kann man von da aus da rüberspringen? Nein. Kann man tauchen? Ja. Hier an den Wurzeln hochziehen? Auch nicht. Also den Konvoi habe ich gefunden, aber was hier sein soll, ich bin genau drin beim Fragezeichen. Ist der Wagen vielleicht offen hier irgendwo hinten? Ja, okay. Das ist es. Wow. Wow. Dieser Kerl war ein Offizier. Unterwegs in einem Truck mit Rationen? Hm. Vielleicht wollte er sich verstecken. Ohne Erfolg. Ja, sieht ganz so aus. So, und schauen wir mal. Die sind alle echt draufgegangen hier. Oh Mann. Es ist alles vorbereitet. Wir werden warten. Wenn wir den Konvoi abgefangen und die Fedra-Offiziere gefangen genommen haben, kannst du deinen Posten verlassen und dich uns anschließen. Ich weiß, dass du viele Risiken auf dich genommen und in ständiger Angst gelebt hast, entdeckt zu werden. Wir wissen deine Loyalität gegenüber unserer Sache sehr zu schätzen, Isaac. Oh, die hatten einen Spion in der Fedra, der für die WLF gearbeitet hat und der hat alle
Offiziere, alle wichtigen Leute einfach hier reingelockt, damit sie die Offiziere auf einen Streich ausschalten können. Und wenn die dann erstmal keine Führung mehr haben, die anderen Leute, dann verstreut sich das alles. Oh Mann. Hat seine eigenen Leute verraten. Okay. So, jetzt haben wir das Kuppelgebäude, was noch nicht hier angezeigt wurde als Fragezeichen, und das Gebäude mit dem, Gericht. Also, schauen wir uns in der nächsten Folge das Gerichtsgebäude an, würde ich sagen. Und das mit dem, das Gebäude mit der Kuppel dann danach. Oder? Ich bin mir halt mit der Reihenfolge immer noch nicht so sicher. Ich kann ja speichern. Also sowieso werde ich speichern, bevor ich das Gerichtsgebäude betrete. Hier haben wir das. Ah, ich muss auf die andere Seite bei der Scheibe da, ne? Es geht, die habe ich ja schon gefunden. Da, wo die Scheibe war. Und da geht es dann rein. Ich gucke halt hier nochmal oben. Ich glaube, hier ist nichts. Gib mal Gas, fährt. Schneller. Aber auch wieder mal eine schöne, entspannte Folge heute. Hier, die Leiter muss ich rauf. Nee, muss ich nicht. Ich kann ja auch da vorne hochklettern. Das Einzige, was halt ein Problem war, war die Popmusik mit Take on Me. Kann ich leider nichts machen. Okay, in der nächsten Folge gehen wir da hoch ins Gerichtsgebäude. Und dann gucken wir mal, was wir da drin finden. Vielen Dank fürs Einschalten, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt einen Kommentar. Und dann bis zur nächsten Folge von Last of Us 2. Ciao.